Ein Brauch der sorbisch-katholischen Bevölkerung in der Oberlausitz ist das Osterreiten. Am Ostersonntag versammeln sich in vielen Orten die Osterreiter und ziehen aus, um die frohe Botschaft von der Auferstehung Christi zu verkünden. Im Wittichenauer Pfarrbezirk besteht diese Tradition nun schon seit 1541. Die Reiter umrunden mit ihren festlich geschmückten Pferden die örtliche Kirche, den Friedhof und vor allem die Felder der umliegenden Bauernhöfe. Sie singen dabei Osterlieder in deutscher und sorbischer Sprache und beten für ein gutes Jahr und eine reiche Ernte. Heute sind es 9 Züge mit insgesamt mehr als 1600 Pferden. Die Pferde kommen teilweise aus bis zu 200 Kilometer entfernten Orten. All das und sogar das Schmücken mit Zaumzeug wird von den einzelnen Teilnehmern auf privaten Wegen organisiert und finanziert. Bis zur Prozession muss das Pferd und der Reiter unterhalten und an den Reiter gewöhnt werden. Der Prozessionszug in Wittichenau startet am Ostersonntag um 9.20 Uhr. Pünktlich zur Mittagszeit gegen 12 Uhr reiten sie in Ralbitz ein. Der Heimritt ab Ralbitz geht um 15.15 Uhr los, sodass die Reiter gegen 18 Uhr wieder in Wittichenau ankommen. Der Zug von Ralbitz aus startet 5 Minuten eher. Gegen 12.30 Uhr kommen sie in Wittichenau an und reiten ab 15.15 Uhr wieder zurück. Gegen 18 Uhr sind auch sie wieder zurück. Das Osterreiten ist ein Erlebnis für jedermann und jeder, der sich das einmal anschauen möchte, ist herzlich willkommen.